Generelle Regeln beim Kontakt zwischen Menschen in der Öffentlichkeit. Zusammenkünfte und Feiern in der eigenen Wohnung oder in der Öffentlichkeit sind auf 2 Hausstände bis maximal 10 Personen oder mit 5 Personen erlaubt. Generell muss weiterhin ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen 2 Personen eingehalten werden. Das gilt drinnen und draußen. Neu ab 18.11, die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt auch für Eingangsbereiche von Groß- und Einzelhandelsgeschäften einschließlich der Parkplätze und vor Schulen und Kindertagesstätte mit Einhaltung des Mindestabstandes. Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss in allen öffentlichen Orten getragen werden. Das sind Geschäfte, Einkaufszentren, öffentlichen Verkehrsmitteln und Haltestellen, Taxis, Bahnhöfen, Fußgängerzonen, Wochenmärkte und Außenverkaufsstellen, Gesundheitseinrichtungen, Banken und Sparkassen, Kirchen und Räumen von Religionsgemeinschaften. Bibliotheken bleiben geöffnet. Allerdings gelten dort Einschränkungen, die eingehalten werden müssen. Friseure bleiben geöffnet. Die Dienstleistung darf nur mit Mund-Nasen-Schutz für beide Seiten erbracht werden und mit erhöhter Hygiene. Die Gasträume von Restaurants und Kneipen sowie deren Außenbereiche sind vorübergehend geschlossen. Gäste dürfen sich dort nicht hinsetzen. Sie dürfen auch nicht bedient werden und Getränke oder Speisen dort verzehren. Restaurants und Kneipen dürfen Speisen und Getränke nur außer Haus zur Abholung oder als Lieferung anbieten. Einrichtungen zur Freizeitgestaltung werden vorübergehend geschlossen, um die Ansteckungsgefahr zwischen vielen Menschen zu reduzieren. Das sind Theater, Museen, Kinos, Zoos. Körpernahe Dienstleistungen sind nicht aktuell erlaubt. Das gilt für Massagen und Kosmetikbehandlungen, insbesondere aber Prostitution. Eine Ausnahme bilden medizinisch notwendige medizinische Behandlungen. Musikveranstaltungen und Konzerte sind aktuell nicht erlaubt, weil dort zu viele Menschen zusammenkommen. Touristisches Reisen innerhalb Deutschlands ist aktuell verboten. Hotels dürfen keine Gäste aufnehmen, die Urlaub machen möchten. Kongresse und Messen sowie Volksfeste und Jahrmärkte dürfen nicht stattfinden. Alle Veranstaltungen dieser Art müssen abgesagt werden. Schulen und Kindergärten bleiben geöffnet. Auch dort gelten die Regeln zur Hygiene. Vulnerable Gruppen sollten auf nicht notwendige Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln verzichten. Dazu gehören und andere Personenkreise, die aufgrund ihrer körperlichen Verfassung verletzlich sind.